Herzlich willkommen bei Canisius TV, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuhörer. Die Kirche im Allgemeinen und der Jesuitenorden in Deutschland im Besonderen feiern am 27. April den 500. Geburtstag von Petrus Canisius. Die Kirche war nämlich auf den Hund gekommen. Und die Jesuiten in Europa in gewisser Weise sind es auch. Am 27. April 2021, da schließen sich die bisher souveränen Jesuitenprovinzen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Litauen zu einer gemeinsamen zentraleuropäischen Provinz zusammen. Die Globalisierung macht also auch vor den Jesuiten nicht Halt. Drei Punkte zu Petrus Canisius. Erstens, Petrus Canisius, der erste deutsche Jesuit. Peter Hond, das heißt Hund oder lateinisch eben Canis. Peter Hond wurde 1521 in Nijmegen geboren, das heute am östlichen Rand der Niederlande liegt, damals aber zu Deutschland gehörte, das damals freilich noch kein nationaler Einheitsstaat, sondern ein Vielvölkerbund war. Eigentlich sollte Petrus Canisius nach den Vorstellungen seines Vaters ein Jurist werden. Außerdem wartete bereits ein nettes Mädchen auf ihn, aber er beschloss, nicht Jurist, sondern Jesuit zu werden. Er ging nach Köln und studierte Philosophie und Theologie. Er sollte ein Meister darin werden, komplizierte Dinge mit einfachen Worten, einfachen Menschen zu erklären. Und diese Fähigkeit war zu seiner Zeit auch gefragter denn je. Diese Fähigkeit wäre allerdings auch heute in der Kirche sehr gefragt. Zum einen sinkt nämlich der religiöse Grundwasserspiegel bedenklich ab. Immer weniger Kinder und Erwachsene kennen die Grundgebete oder die Geschichten aus der Bibel. Immer weniger haben überhaupt Religionsunterricht. Hinzu kommt, dass die Sprache der Kirche sowieso allzu leicht ins Kirchenchinesisch abdriftet und so die Kluft zwischen Alltagssprache und Kirchensprache immer größer wird. Was die Kirche sagt, das verstehen die Menschen nicht und das interessiert sie leider auch nicht. Umgekehrt ist die Kirche als Gesprächspartner bei den Themen der Zeit auch nicht sehr gefragt. Ja, kommt hinterweltlich oder mittelalterlich rüber. Also höchste Zeit für Petrus Canisius 2.0, nur wo ist er? Zweitens, Petrus Canisius, der zweite Apostel Deutschlands. Ja, der erste Apostel Deutschlands war natürlich der heilige Bonifatius. Petrus Canisius wirkte ein paar Jahrhunderte nach Bonifatius, und zwar zur Zeit der Reformation. Ganz Deutschland schien evangelisch zu sein, zu werden. Sogar der Erzbischof von Köln spielte mit dem Gedanken, Protestant zu werden. Das kann man sich im Fall von Kardinal Wölki gar nicht so recht vorstellen. Standhafte Katholiken fragten sich damals, was kann man dagegen unternehmen? Mit Jammern und Klagen ist schließlich auch nicht getan, aber was kann man tun? Der Ordensgründer der Jesuiten, Ignatius, der sandte seinen besten Mann von Rom nach Deutschland, Petrus Canisius. Er war der achte Jesuit überhaupt, der Agent 008, aber beileibe kein 0815-Mann. Petrus tat alles, um die Priester besser auszubilden. Er gründete dazu sogar ein eigenes Priesterseminar, das berühmte Germanicum in Rom. Er predigte, wo immer sich Gelegenheit bot. Er redete denen, die damals in Kirche und Staat was zu sagen hatte, eifrig ins Gewissen. Wie sein Gegenspieler Luther, wusste er, man muss dem Volk aufs Maul schauen, aber man darf ihm nicht nach dem Mund reden. Heute sitzen Katholiken und Protestanten längst im selben Boot
Und gemeinsam muss man das weitgehend säkular gewordene Volk, dem Volk aufs Maul schauen, um zu wissen, was die Menschen bewegt und dann überlegen, was müssen und können die Kirchen jetzt tun, um die Menschen dort abzuholen, wo sie jetzt stehen. Und ein drittes und letztes, Petrus Canisius, der Katechet. Petrus wusste, die Mächtige bei der Stange halten, die Priester gut ausbilden. Ja, das ist eine Sache. Aber wenn man den Glaubensverlust schon im damaligen Deutschland wirklich was entgegensetzen will, dann muss man auch den einfachen Mann, die einfache Frau von der Straße erreichen und ihr den Glauben so erklären, dass sie und er erkennt, das ist ja für mich und mein Leben jetzt relevant. Und so schrieb Petrus Canisius gleich drei Katechismen, also Einführungen in den christlichen Glauben, einen theologisch anspruchsvollen für die angehenden Pfarrer, einen mittleren für die Studenten und einen ganz einfachen und kleinen für die normalen Leute und die einfachen Gläubigen. Sein legendärer deutscher Katechismus war jahrhundertelang in Gebrauch und auch unsere Eltern oder Großeltern, die dürften mit ihm noch Erstkommunionunterricht gemacht haben. Als Petrus Canisius gestorben war, so wird berichtet, breitete sich in der Kapelle, in der er aufgebahrt war, ein Wohlgeruch aus. Petrus Canisius hatte mit seinem Leben dazu beigetragen, Christi Wohlgeruch zu verbreiten. Und solche Leute könnte die katholische Kirche auch heute gut gebrauchen. Ich bete, allmächtiger Gott, der heilige Petrus Canisius hat in schwieriger Zeit den katholischen Glauben in Deutschland neu grundgelegt. Wir bitten dich, wir beten um Berufungen zum Priester- und Ordensleben. Schenke uns auch heute Männer und Frauen, die sich ganz Christus weihen und den Glauben mit ihren Worten und ihrem Verhalten glaubwürdig verkünden. Wir beten für die Kirche in Deutschland. Schenke dem Glauben in unserem Land neues Feuer. Lass die Weitergabe des Glaubens in den Familien und Gemeinden bei Erstkommunion und Firmung gelingen. Wir beten um ein gutes Zusammenwachsen der neuen großen Jesuitenprovinz von Zentraleuropa. Lass von ihr Impulse in der Tradition des heiligen Petrus Canisius ausgehen. Wir beten in Stille in den Anliegen der Canisius-Gemeinde und des Canisius-Kollegs in Berlin. Wir beten für unsere Verstorbenen. Lass sie im Glauben an den auferstandenen Jesus Christus Trost beim Sterben und im Schauen auf seine Herrlichkeit die ewige Seligkeit finden. Guter Gott, der Jesuit Petrus Canisius hat unermüdlich für den Glauben in unserem Land gearbeitet. Lass auch uns mit unserem Eifer nicht müde werden, damit auch wir als treue Boten deiner Liebe befunden werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, heute ein großer Feiertag für die Jesuiten in Zentraleuropa. Aber diesen Petrus Canisius, den brauchen nicht nur die Jesuiten, den brauchen wir hier in Deutschland, in der zentraleuropäischen Landschaft, den brauchen wir alle, weil der religiöse Grundwasserspiegel ist gesunken. Und es geht nicht darum, jetzt möglichst viele Jesuiten zu rekrutieren oder ignatianische Ordensgemeinschaften überhaupt, sondern es geht darum, den Glauben, den der Petrus Canisius grundgelegt hat zu seiner Zeit, ja, dass wir das heute auch machen. Und
Wenn wir das schaffen, Jesus Christus, sein Leben verkünden, seinen Tod und seine Auferstehung preisen, dann wird es auch, da bin ich ganz gewiss, auch nicht an Männern und Frauen fehlen, die sich diesem Aufgabe ganz verschreiben und eine entsprechende Lebensform dann auch wählen. Ich darf Sie noch segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Und der Segen des guten Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über dich und die Deinen und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Alles Gute. Bis zum nächsten Heiligen der Woche, in der kommenden Woche oder bis zu den täglichen Clips morgen. Ich sage deshalb Tschüss, bis morgen.